Moin zusammen, wir hüpfen zu dritt eine Runde nach Tanglewood. Wir haben uns gerade mal im Challenge-Mode abgeplagt. Der letzte Geist war. Oh, die war einfach nur hyper-aggro gewesen. Wir haben auch leider zwei Verluste in dem Durchgang gehabt, aber jetzt geht es ab nach Tanglewood in unserem Schwierigkeitsgrad. Wir können zwar nicht sprinten, haben nur einen Beweis, aber der Geist kann den Raum nicht wechseln. Also, sobald wir fertig sind, hüpfen wir rein. Nehmt mal die Kamera. Was? Ich sehe einen Orb im blauen Zimmer. Hier, nimm die mal. Schaut mal mit der Kamera ins blaue Zimmer. Der war jetzt gerade eben links. Vielleicht bewegt er sich aber. Einfach nur als Bestätigung, ob ich mich nicht verguckt habe. Da war gerade ein Orb im Zimmer. Ich habe den gesehen. Der war da links am Rumschwirren. Moment mal. Ja, rechts sehe ich ihn. Okay, jetzt müssen wir nur noch gegenprüfen, ob wir Gefriertemperaturen kriegen, Fingerabdrücke oder Spiritbox, falls das ein Mimik ist. Ansonsten haben wir wirklich nur einen Orb. Okay, dann haben wir schon mal den Geisterraum. Also manchmal muss man mal Glück haben bei dem Spiel, ne? Aber wehe, das ist wieder mein Popo. Ja, wie jetzt eben der Mailingi, der euch aufgefressen hat. Oh mein Gott, die war ja so enraged. Denkt noch dran, eure Pillen zu nehmen. Kiki, du musst, glaube ich, noch einmal nehmen. Ich bin durch die Mara gelaufen. Ich laufe nicht nur durch Geisterschlund, sondern auch durch Mara. Ja, bei This is a Ghost gibt es einen Geist, der heißt Mara. Das ist so krass. Habe ich ihr letztens einen Screenshot von geschickt und ihr gesagt, ich wusste doch, dass du ein Geist bist. Ja, aber eigentlich ist das ein buddhistischer Dämon. Ja, okay, hier ist ja auch ein Dämon als Geist dargestellt. Der Oni ist ja, glaube ich, ein japanischer Dämon. Und ich glaube, der Meer ist ja auch sowas wie der Dämon, wie der Nachtmar. Oder der Alp. Mhm. Alp ist ja auch ein Dämon. Aber wie gesagt, ne, es gibt wirklich halt einen Dämon im Buddhistischen, der auch Mara heißt. Und der steht für Tod und Vernichtung. Also Kiki, weißt du, womit du es hier zu tun hast, ne? Ich hab Angst. Wow, lauf, solange du noch kannst. Von mir braucht man keine Angst. So, mal schauen. Achso, also im Geisterraum ist auf jeden Fall ein Versteck. Blub, blub. Machen wir mal einen Sensor rein. Ich hatte extra Sanity-Pillen mitgebracht. Was habe ich hinter die Lampe geschmissen? Ach nee. So, der Raum ist abgesichert. Oh gut, der hat eine Tür angefasst. Oh, kein perfekt. Versteck in der Garage. Der ist aktiv mit der Tür. Da kann ich direkt mal nach Fingies schauen. Mal direkt alles checken wegen Mimic. Dann suchen wir okay, mal keine Fingies. Wenn einer Sanity-Pillen braucht, sind die vorne am Schrank im Flur. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Where are you? Are you here? Show yourself. Give us a sign. Are you close? Okay, nix auf der Box. Wir brauchen keine Bücher und sowas mehr, weil wir haben ja den Orb. Wir müssen nur die Mimic-Beweise ausschließen. Knochen ist unten im Keller. Okay. Versteck ist auch hier. Haben wir eigentlich hier noch ein Versteck? Das wäre gut. Perfekt. Also im Geisterraum ist ein Versteck und im Flur ist auch ein Versteck. Das markiere ich direkt mal. Die Smudgies sind auch auf die Verstecke verteilt und der Geisterraum ist abgesichert. So. Da wir möglicherweise ein Bench hier haben, platziere ich die Sensoren schon mal entsprechend. So, dann das Salz. Achso, wir hatten wieder nur einen Beweis, ne? Genau, und entweder ist das der Orb oder wenn es Mimic ist, würden wir noch was anderes kriegen. Klopfi, klopfi. Daher ist noch nicht ins Salz gelatscht. Da ist eine Kamera. Hast du einen Thermo noch gefunden? Ah, ich hab's, okay. Eine Kamera schmeiße ich mal hier bei den Dots hin, dass man sie schnell findet. Ja, ich habe auch noch eine. Okay, hier ist auf jeden Fall noch der Geisterraum. Ist, so, der wechselt da auch ist nicht. Das schon mal.
Es friert nicht, wir haben keine Fingies, wir haben keine Spiritbox gehabt. Aber ihr könnt die Spiritbox nochmal testen, wegen Mimic. Okay, ich teste es nochmal. Onryo müssen wir, glaube ich, auch testen. Also könnt ihr ruhig die ganzen Kerzen auch da reinpacken. Wo bist du? Bist du hier? Was willst du? Sollen wir gehen? Ich guck mal, ob es vielleicht ein Benji ist. Benji ist auch noch auf der Liste. Bist du alt? Was hat denn was noch willst einen Ort? Du? Wo bist du? Obake ist sollen raus. Sollen wir gehen? Hantu ist raus. Nö, keine Box. Also Obake und Hantu sind raus, weil die haben die Fingerprints erzwungen und gefrieren. Okay, ich hatte gerade einen Whisper auf dem Parabol. Was haben wir denn für Aufgaben? Crucifix, 25%. Okay. Sorry. Was auch immer du schmeißt, ich sehe es nicht. Ich richte mal Kameras auf die Tür, falls es ein Yuri ist. Warte, warte, die eine Kamera hier draußen hin. Stell die hier hin und lass die da hinschauen auf die Tür, falls es Yuri ist. Ja, genau. So. Wir können uns auch mal hier draußen hinter den Sensor hocken, um auf Benji zu testen. Okay. Ich komme ja schon. Willst du das Parabol halten wegen Schreien? Nö. Ich mach Foto. Ich hatte gerade wieder einen Whisper. Ja, mal gucken, ob der zu uns kommt. Ich habe da extra die Sensoren so präpariert, dass wir es verfolgen können. Aber bis jetzt ist er nicht einmal rübergekommen. Oh. Warte, er kommt raus. Ja, mal gucken, ob er hier rüberkommt. Da war ein Footstep. Ne, er geht zurück, glaube ich. Mhm. Okay, also wahrscheinlich dann kein Banshee, wie es aussieht. Wo war der Knochen? Im Keller oder ist der schon versorgt? Achso, siehst du, der ist im Keller. Ja, warte, ich kann eben hin. Ich kann. Okay, dann bleibe ich hier und guck nochmal, was der Geist so macht. Ich teste mal kurz auf mehr. So, wir haben hier ein Licht, wir haben hier ein Licht und wir haben hier ein Licht. Hat einer von euch den Computer angemacht? Nein. Okay, dann ist mehr raus, wenn das der Geist war. Machen wir mal hier drin das Licht an und gucken, ob er rauswandert. Nur zur Sicherheit. Das war ich. Ich habe jetzt extra mal in dem Raum das Licht angemacht. Okay, er ist gerade aus dem Raum rausgekommen. Ghosty, kommst du zu uns? Ja, der will, glaube ich, nicht zu uns kommen. Der läuft nur da raus. Bist du eine Banshee? Ja, ist wieder reingelaufen. Also wenn keiner von euch die Tastatur da betätigt hat im Raum, dann ist der Meer auf jeden Fall raus. Weil das zählt auch als Licht. Meer raus, okay. Also wenn ihr das nicht wart mit der Tastatur, dann ist er auf jeden Fall raus. Ich weiß nicht. Wo sind denn die ganzen Smarties? Einer ist hier in dem Versteck im Geisterraum, einer bei dem anderen Glowstick in dem Versteck da hinten im Flur. Ich würde ja in den Flur gehen. Ja, ich würde durch den durchlaufen und mich hier dann verstecken. Hier kann man auch sehr gut einen Yokai-Test machen in dem Raum. Fuck, jetzt habe ich mir daraus aber den Smarty geholt. So, auf was müssen wir noch testen? Wir müssen auf Yokai testen. Ah, er hat Licht angemacht. Definitiv kein Banshee. Okay. Haben wir eine Kamera? Meinst mehr? Mehr, ja. Ah, ich habe keine Kamera. Jetzt schaffe ich es eh nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, es ist schon vorbei. Ja. Mach wieder aus. Lieber nicht. Dann warten wir lieber auf die Salzfüßchen. Nein, jetzt habe ich aus Versehen den Smudge benutzt. Das wollte ich nicht. Ich wollte Feuerzeug und das blöde Scrollrad hat nicht gescrollt. Mann. Okay, jetzt können wir den... Ich glaube, ich habe den Geist erwischt. Lass uns mal gucken, ob er den Raum verlässt. Ob er hier drin bleibt oder den verlässt. Wegen Yurei.
Hab jetzt nur ich gerade das Kinderlachen gehört? Oh, das heißt, er ist da hinten bei Nancy. Das ist der Teddy gewesen, wenn du das Lachen hörst. Okay, er war draußen. Okay, das heißt, ich habe ihn erwischt. Ich glaube nicht, dass es ein Yuri dann ist. Was müssen wir noch testen? Also wir müssen auf jeden Fall noch auf UK testen. Raichu können wir beim Hand hören. Faye können wir beim Hand hören. Der müsste auch später handen, weil wir schon so lange in seiner Nähe sind. Banshee denke ich mal nicht. Revenant werden wir hören und mehr ist ja raus. Nee, der verlässt immer wieder den Raum. Ich glaube, es ist kein Yuri. Yuri ist sehr wahrscheinlich auch raus. Man kann sich aber nicht ganz drauf verlassen. Hatten wir nicht dreimal Salz? Ja, hier vorne sind ja auch noch zwei Häufchen, um zu gucken, ob er zu uns kommt. Aber er ist ja nicht einmal da durchgelaufen. Ja, stimmt. Also ist sehr wahrscheinlich der Banshee raus. Er wandert ja immer nur zu Nancy, wie es scheint. Drei Salzfüßchen, also drei Fotos brauchen wir noch. Die Tür da. Nur welche? Es war, ich glaube, das war die hier. Warte mal, ich guck mal mit dem EMF. Es war die Schranktür und die Tür hier. Es war nochmal die Tür hier. Ja, diese Tür hier. Und die Badezimmertür, glaube ich. Aber bin ich ja, sicher. Die Badezimmertür lassen wir lieber. Ja. Ach, hier ist noch ein. Habe ich das Salzhäufchen denn schon? Hier vor der Tür? Musst du mal in deinen Fotos nachgucken. Nee, habe ich nicht. Dann ist jetzt das Album voll. Okay, perfekt. Okay, dann mal kurz nach der Sanity schauen. Er hat noch nicht angegriffen. Wir müssen auch die Kerzen nebenbei beobachten wegen Onryo. Okay, so, mal gucken. Was sagt die Sanity? Also Sanity ist bei 76-70% die Ecke. Also ein Onryo könnte schon handen, wenn er wollte. Außer wir blocken ihn mit den Kerzen natürlich, dann nicht. Bist du da im Versteck? Wenn der deine Kerze auspustet, lass sie dann mal aus, um zu gucken, ob es ein Onryo ist, ob er handelt. Okay. Ich mache die da noch ein letztes Mal an und dann beobachten wir mal die Kerzen. Nein, 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 ich mach's schon aus. Nein, aus, aus. Schrecklich. Boah, das ist immer so laut. Immer diese Radios. Vor allen Dingen, wenn man während des Hans was hören muss und das scheiß Ding läuft und du kannst es nicht ausmachen, weil es zu gefährlich ist. Das ist immer kacke. Das ist Mist, ja. Was jetzt Seite Zeug um die Ohren, dann krach. Ja, und versuch mal mit so einem Geräusch direkt im Ohr ein Mailing zu finden. Warum ist ich glaube, der hat den geworfen, weil ich habe das EMF kurz gehört. Das klang nach einem Wurf. Aber der hat den doch hier rausgeholt. Also wenn ihr sowas hört. Hier waren zwei Schuhe, jetzt ist nur noch einer hier. Ein kurzes EMF, dann ist das meistens ein Item, was am EMF-Gerät vorbeifliegt, in die Range und wieder aus der Range raus. Okay, jetzt war er an der Tür. Ich sah es euch dann wieder auf mich abgesehen. Sind die Kerzen da noch an? Eines gerade aus. Die sind aus, ne? Da drin. Du hast deine Kerze ausgelassen, ne? Kiki, du musst deine Kerze auslassen, wenn er sie auspustet. Also nicht wieder anzünden, wenn er sie ausmacht. Sag Bescheid, wenn er deine Kerze auspustet. Ja. So, Yurei wird immer unwahrscheinlicher. Also den Yokai können wir während des Hans feststellen, den Raichu können wir während des Hans feststellen, den Thay auch, weil sie hängt ja die ganze Zeit im Geisterraum rum. Der dürfte erst ab 15% handen, weil der müsste schon sehr alt sein. Den Revy beim Hand und ja, der Banshee, den könnten wir eventuell sogar auch testen im Multiplayer. Ist deine Kerze noch an? Ja. Okay, sag Bescheid, wenn er sie auspustet und lass sie dann auch aus. Wir müssen mal gucken, ob das einen Hand auslöst. So, ich stehe jetzt hier auch extra was im Dunkeln, damit die Sanity drained. Na, ist ein kleines Geduldsspiel. Also wir sind wieder da, sobald was passiert. Also er hat gerade das Putzi benutzt, obwohl ihre Kerze da in der Nähe ist.
Okay, Onryo ist raus. Ich check mal schnell die Sanity. Ich stand jetzt extra auch eine Zeit lang im Dunkeln, um die Sanity zu drainen. Es hat jetzt aber auch nicht so lange gedauert, bis er das Putzi benutzt hat. Was ist mit unserer Sanity? Wir sind jetzt im Durchschnitt gerade bei 40 und unsere Sanity ist total am Arsch. Ich weiß nicht warum. Kerz aus. Oh mein Gott. Ich denke mal nicht ein Raichu, ich denke kein Yurei. Wie niedrig ist denn mein? Deine ist bei 6%, meine bei 18%, weil ich die ganze Zeit im Dunkeln war. Und Kikis ist bei 83. Wir sind bei 35 gerade im Durchschnitt. Okay. Das Kuzi dreht so, das CMF. Okay, es war ein Event. Und da war ein Event. Okay, aber ein Fay würde das, glaube ich, nicht machen. Also es könnte auch noch... Nee, ein Onryo kann es eigentlich nicht mehr sein, weil ja die Kerze da neben ihm war. Was könntest du sein? Was könntest du sein? Ja, wir müssten mal eine Hand durchgehen lassen, um zu gucken, was er ist. So, verändern wir mal, dass der hinter uns spawnt. So, ich habe mal einen kurz hier entfernt. Ich tue das andere auch mal raus. Ja, in meiner Hand. Geht's dir noch gut? Der spinnt doch. Hat das in meiner Hand aufgefressen. Okay, der nächste Hand könnte durchgehen, außer er versucht auf uns zu handeln. Der Breaker ist noch einer, aber es kann ja kein Gin mehr sein. Er ist sehr laut im Parabol. Der ist auch noch aktiv. Ich denke mal nicht, dass das ein gealterter Fay ist, obwohl er sehr spät versucht hat zu handeln. Okay, es geht los. Kiki, bleib im Versteck. Oh! Es ist nur ein Webby. Es ist ein Webby. Oh mein Gott, wie der gerade geflitzt kam. Ich sag mal nichts. Die beiden werden es ja wohl wissen. Die hatten heute zweimal diesen Geist. Die müssen es ja mittlerweile wissen, wie der klingt. Also ich sag mal nichts. Ihr wisst, was das für ein Geist ist, oder? Ein Revi. Genau, hast du gehört, wie er abgegangen ist, als ob ich gesundert. Ja, ja, und als du dann versteckt warst, auch mal ganz langsam gewesen. Ja, genau. Oh Mann, das war jetzt lustig, ey. Kleiner Flitzmeister. Na komm. Brauchst nicht nochmal mit dem Spiel. Ich will aber mit dem spielen. Habt ihr evakuiert? Nein. Ja. Ich bin gerade in die Tür gelaufen und der hat die gleichzeitig interagiert. Jetzt hängt die hier in der Wand. Was? Siehst du das auch, wie die da in der Wand hängt? Weil ich bin hier so, wollte hier so lang gehen. In dem Moment fasst der die an. Und dann, Ja, so, komm, raus, los. Ja, ich spiele noch mit dem. Kommst du wohl raus? Aber der singt hier gerade. Der singt hier gerade so schön für mich. Hallo? Hier, 3-Sterne-Geisterfoto, kommt, wenn ihr braucht. Hopp, hopp. 3-Sterne-Geisterfoto, komm, er ist gleich fertig. Schnell, schnell, schnell. Komm, haha. Ist doch lieb von ihm. Guck doch mal, wie lieb er ist. Den lässt man doch nicht einfach zurück. Jetzt gleich Tür ins Gesicht. Haha, wusste ich's doch. Hallo! Ich krieg immer was ich will. Ich kriege immer was ich will. Ich will ein Webby, ich kriege ihn. Ich will, dass die anderen ihre Aufgaben erfüllt kriegen. Und es klappt. Der Geist war doch lieb. Oh mein Gott. Haha, wusste ich doch. Die Tür ins Gesicht. Das wollte. Ne? Das wolltest du. Ich krieg immer, was ich will. Ha. Und ab geht's. Ab, 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 ab geht's. Habt ihr alle Randy eingetragen? Yes. Ja.
Jetzt freust du dich auch noch. Ja klar, Party. Sorry, Leute, ich bin manchmal was blemblem, deshalb gehe ich auch immer so gern nach Sunny. Oh mein Gott, demnächst stehen die mit den weißen Kitteln bei mir vor der Tür. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.